Es war ein Wochenauftakt mit sehr viel Elan. Ein kleines Déjà-vu lässt sich trotzdem erkennen. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Tagesausblick von tradingportal.net. Ja, möchte meinen und täglich grüßt das Murmeltier. Wenn man den Kursverlauf heute gesehen hat, der DAX und allgemein auch die US-Futures sind auch sehr hoch reingekommen. Richtig mit Elan in den DAX, direkt wieder oberhalb einer wichtigen Widerstandszone, übersprungen, damit direkt den nächsten Cluster aktiviert und dort zum wichtigen Wochenwiderstand direkt gelaufen. Ähnliches Bild hatten wir auch in der vergangenen Woche. Da hat eine Tageskerze nahezu die komplette Wochenrange durchlaufen können, um dann im Anschluss die nächsten Tage dann nur seitwärts zu verharren. Mal schauen, ob das Murmeltier wieder grüßt und wir morgen vielleicht einen Inside Day sehen können, also einen Tag innerhalb der Vortageskerze. Zuvor ein paar Grafiken noch. Wir hatten ja die US-Indizes eben erwähnt. US-Futures sind auch sehr hoch reingekommen. Dann mit der Opening Bell ging wieder mal die Divergenz, auf die wir so im Wochenausblick schon stark thematisiert haben, zwischen Small Gaps und der Nasdaq. Sieht man groß die oben blau die Nasdaq zu erkennen, ganz unten die Small Caps, wieder aufgegangen, riesen Divergenz und dann in der ersten Stunde nach der Opening Bell zusammenzufallen wie ein nasser Sack, da wurde das Gap geschlossen. Die Frage ist nun, was passiert am restlichen Tag? Gibt es gleich eine Schlussrampe, um doch wieder Richtung Tageshoch zu laufen, denn gerade die Kurse, die mit Aufwärtsgap gestartet sind, die bieten sich vielleicht auch an für so eine Art Hanging Man, ne? Als Kerzenformation, da könnte man auch noch sehr hoch schließen und dann bräuchten aber die Bären morgen einen schwächeren Start. Also so oder so, der Start morgen ist mal wieder relevant. Morgen unter anderem auch früh 8 Uhr die endgültigen BIP-Q2-Daten aus Deutschland. Außerdem der IFO-Index, der wieder ansteht. Die Divergenz, Small Gaps und High Gaps und die hohen, die hochkapitalisierten Tech-Werte hier nochmal gut zu sehen, dass eben die V-Erholung bei den Small Gaps, also in den Nebenwerten, die mit geringeren Marktkapitalisierung, dass die keine V-Erholung hingelegt haben. Im Gegenteil, dass sie sogar mit negativer Jahresperformance noch dastehen und die ganz großen Werte, die man schon mehrfach erwähnt hat, Apple zum Beispiel dabei, hier ordentliche Outperformer sind und ein sehr, sehr grün auf Jahressicht sind mit einer Bewertung mittlerweile von einer Marktkapitalisierung von über 2 Billionen Dollar. Auch im Wochenausblick thematisiert wurden die Insolvenzen in den USA, dass eben das Finanzkrisenniveau schon erreicht haben. Hier ist diese Grafik nochmal, die zeigt auch bringt auch die zeitliche Komponente noch mit etwas hinein, dass eben die Dynamik sehr hoch, eine sehr hohe Beschleunigung bei diesen Insolvenzen gab es in den letzten zwei Jahrzehnten nicht. Und mal schauen, ob die Dynamik so extrem herausgenommen werden kann oder ob sie noch weiter ansteigt. Es ist sehr auffällig. Auf der Unterseite sind auch die anderen Jahre bis 2000 zu sehen, dass da eben deutlich flacher verlief die Kurve und auch von der zeitlichen Komponente man durchaus mehr Raum hatte. Also nach oben geht steil und es geht eben auch in der zeitlichen Komponente sehr steil nach oben. Aber an den Börsen, ja, die Main Street und die Wall Street, da klappt eben auch eine große Divergenz. Und wir gehen in die Chartbilder hinein und blicken am Anfang mal kurz noch so Tesla hinein. Das ist nämlich Tesla seit 2000. So ein Keil ist zu erkennen. Heute wurde der Pair Aufwärtsgap, natürlich, man ist schon über 2000 Dollar wert, ist man per Aufwärtsgap an die Oberkante dieses steigenden Keils marschiert. Abgeprallt. Mal schauen, ich hatte es eben erwähnt, dass diese Aufwärtsgaps in luftiger Höhe auch einen hohen Abschluss ermöglichen könnten, dass man vielleicht hoch rausgeht und dann wirklich eine Schlussrampe noch sieht zur Schlussglocke 22 Uhr unserer Zeit. Und dass man auch hochläuft, dann hätte man vielleicht auch einen Hangingman. Dann hätten die Bären zumindest die Chance, wenn sie morgen schwächer reinkommen, diesen aufzugreifen. Also ein hoher Schluss könnte auch trotzdem noch eine Chance sein für die Bären. Die müssten dann aber morgen zugreifen. Dann könnten sie vielleicht den Keil mal ein bisschen ausfüllen, drüber hinwegschießen und die Beschleunigung nimmt weiter an Fahrt auf und weitere Korte dürften bei Tesla folgen. Also hier interessant, Tesla, Oberkante des Keils getestet. Morgen der erste Kurs dürfte von Bedeutung sein. Aber blicken wir zum DAX. Wir beginnen mit dem DAX-Wochenchart.
Ja, und ich hatte es euch gesagt, das Muster ist ähnlich in den vergangenen Wochen. Das sind so Wochen seit Juni. Auf dem Niveau bewegen wir uns. Der DAX sitzt eigentlich immer seitwärts tendiert. Der kommt nicht wirklich hoch. Im Gegensatz zu den US-Werten, S&P 500 und vor allem auch Nasdaq, da hängt etwas hinterher. Aber wir sind jetzt hoher Startkurs, oberhalb der 29 reingekommen. Dadurch war wirklich der Cluster schon wieder aktiv. Hier zu 2018er der Rentbegrenzung. Bei 13.090 haben wir angestört, beziehungsweise 13 eins sogar noch geschafft, dann aber wieder etwas zurückgesetzt. So, das wäre der Cluster, der jetzt oberhalb der 29 aktiv ist. Haben wir jetzt eigentlich schon durchlaufen? Haben wir durchlaufen und mal schauen, vielleicht gibt es morgen den Inside Day, den Handelstag innerhalb der Vortagesrange. Dann könnte es etwas langweilig sein morgen. Unterhalb der 29 hingegen wäre die Tür wieder offen Richtung 87. Also der Kombi-Support, den ich auch im Wochenausblick thematisiert habe, mittleres Bollinger Band GD38, wäre dieser Cluster frei. Darunter Richtung 610 und 94 im nächsten Schritt. Oberhalb der 13.1 hingegen können die Bullen nochmal draufpacken. Dann könnten sie die 13.165, 195, so 235 im ersten Schritt ansteuern und darüber richten Richtung 13.4. Also der Cluster hier oben wäre dann eigentlich frei, wenn wir auf Wochenschlussbasis oberhalb schließen können. Also 13.1 nachhaltig verteidigen, nicht nur auf Tagesschlussbasis, sondern am Ende auch auf Wochenschlussbasis, wäre eine Einladung, um weiter nach oben zu marschieren Richtung 13.400. Zuletzt sind wir immer in dieser Zone abgeprallt, hochgelaufen, abgeprallt. Das war das Muster der vergangenen Wochen. Und Blick aufs Monatschart. Ich erinnere nochmal an den Wochenausblick, da haben wir das auch besprochen. Die letzten Monatskerzen alle abverkauft, mit langen Docht oben stehen. Also passt nicht ganz ins Muster, wenn der DAX jetzt Richtung 13.4 läuft. Also könnte ein Hinweis sein, Luft ist hier oben etwas dünn und der Monatsabschluss wäre ja in einer Woche. Also das ist auch nicht mehr lange hin, aber die Monatskerze fertig ausgebildet. Also oberhalb 3.1 könnte dieser Cluster aktiviert werden. Tagesschluss wichtig, am Ende auch der Wochenschluss. Unterhalb der 29, 12.920 hingegen der nächste Spanne wieder Richtung 12.780. Das schauen wir uns im Detail noch im Tagesschart an. Jede Katze stellt nun einen Tag dar. Das ist unser Tag, den wir sehen. In der vergangenen Woche haben wir Unterseite kurz angetäuscht, den Support verletzt, am Ende dann Wochenschluss noch direkt am Support gefunden, verteidigt quasi in der letzten Minute der vergangenen Woche. Und heute per Aufwärtsgap eingeleitet. Ich hatte es euch gestern gesagt, vorgestern zum Wochenausblick, hier die Bereich 87, mittleres Bollinger Band, grau zu sehen oder orange, GD38, wichtiger Support. Oberhalb wäre die Spanne über 800, 830, 880, zur 29, freies erster Cluster. Ja, und was macht der DAX? Ja, er kommt halt oberhalb der 29 rein, er verteidigt die 29 auch direkt, 924 war der Tiefpunkt. Auch das muss damals schon häufig gesehen. Einfach durch eine hohe Future dann hoch reinkommen, direkt einen Cluster überspringen, den nächsten aktivieren. Oberhalb der 29 war nun der Weg einfach offen über die 975 Richtung 13.090, dieser Verbindungslinie. Abermals vergangene Woche auch getestet. Wieder rangelaufen, 10 Punkte auch verletzt, aber eben innerhalb am Ende geschlossen. Und das wäre auch der erste. Weiterhin die Zone, in der wir uns bewegen, den Cluster. Als Zwischenunterteilung bei 29, darunter Richtung 87. Kommen wir gegenüber oberhalb der 13.1 rein oder springen darüber und verteidigen sie auf Wochenschlussbasis, wie gesagt, im Wochenchart eben gezeigt, dann wäre eine direkte Spanne über die 1,65, 195 morgen möglich. Also direkt, wenn man oberhalb der 13.1 reinkommt, wäre das eine große Einladung, direkt diese Range auszubilden. 165, 195 Richtung oberes Bollinger Band. Darüber sei auch die 235 zu nennen, aber ich denke mal, das 200 könnte man schon ausbremsen. Also wenn man sehr hoch reinkommt, wäre das unsere die nächste Tagesrange, die bullische. Bleiben wir unterhalb der 13.1. Wie gesagt, es kann wieder der Inside-Day drohen. Vergangenen Male immer. Hier haben wir es immer einmal rüber gesprungen. Danach der Inside-Day und die Schwäche wieder zum mittleren Bollinger Band. Dann eine vergangene Woche hochgelaufen. Danach wieder der Inside-Day, also innerhalb der Vortageskerze und wieder runter zum Bollinger Band gelaufen. Nun wieder hochgelaufen, getestet. Morgen der Inside-Day und danach wieder der Test mittlere Bollinger Band. Es ist wer. Und täglich grüßt das Murmeltier. Also wenn wir das sehen, unterhalb der 13.1 bleiben, hätten wir eine erste Spanne über die 13.000, 13.000, muss ich selbst schauen,
65 war heute Schlusskurs. Ich gucke mal genau. 66, ja, so genau, wenn wir es nicht nehmen. 13.066, 13.050 als erster kleine Zwischenmarke. Darunter wäre die Tür Richtung 9.75 über die 13.000 frei. Als erste Spanne innerhalb des Inside Days. Wenn wir noch tiefer fallen, dann ruft bereits die 29 schon wieder, die ich eben erwähnt habe, so als Zwischenschritt. Aber wenn wir die schon ansteuern direkt, dann ist es sogar wahrscheinlich, dass wir direkt in diesen Cluster wieder hineintauchen. Das wäre dann schon wieder fast alles in einem Tag erledigt. Unterhalb der 29 wäre die 880, die 830 und eben dann der Weg hier zum Kombi-Support. Bereits erwähnt, mittleres Bollinger-Band GD 38. Bei 87 wäre dann geebnet. Also unterhalb der 13.1, 13.050, 13.065, 66 als erste Spanne, darunter Erweiterung zur 12.975. Falls wir noch tiefer fallen, Scalp, schon eine gute Range für den Inside-D. Falls wir noch tiefer fallen, ruft wirklich wieder die 29. Wenn wir dort durchbrechen, ist dieser Cluster hier wieder aktiv. Ne? Das ist unser übergeordneter Cluster und der ist hier geteilt bei der 29, wenn wir dort reintauchen. 880, 830, 87 wäre dann wieder der Weg, hätte aber eigentlich Zeit für 2 Tage. Aber das Muster, die wäre dann auch, wie hier, wie gesagt, vorwoche, Widerstand getestet, Inside D, Tag darauf, zurück zum mittleren Bonniger Band. Letzte Woche ebenso Widerstand, Inside D, mittlere Bollinger Band. So hätten wir jetzt auch die Zeit, den Inside D hier auszubilden und dann von mir aus im nächsten Schritt das übermorgen dann das mittlere Bollinger Band wieder zu testen. Alles, das Muster wäre zerstört, wenn man die 13.100 nehmen, vielleicht sogar als Startkurs. Dann geht es hingegen in diese Range 165, 195. Den Stundenchart zeige ich euch auch kurz, also jede Kerze eine Stunde. Hier war unser Aufwärtsgap, haben den Trend, Abwärtstrend überwunden per Aufwärtsgap 29 direkt genommen und dadurch hochmarschiert, haben dann den Aufwärtstrend von August auf der Unterseite getestet, ja, und abgeprallt. 13.000 verteidigt. Nun die Frage: Stabilisieren wir uns? Könnten wir uns weiter nach oben hangeln? Hier morgen steigen Richtung 165, passend aus dem Tagesschart, könnte man sich hier entlang weiter hangeln. Unterhalb, wie gesagt, 29 ist die wichtige Zone. 29 nicht nehmen, kann er hier weiter runterlaufen Richtung eben 87. Nun gut, das soll es eigentlich gewesen sein. Also 13.100 ist die wichtige Marke. Morgen wieder, wichtiger Wochenwiderstand wurde erreicht. Grüßt aber mal das Murmeltier. Dann haben wir noch mal ein Inside-D und dann könnte abermals der Test des mittleren Bollinger Bandes anstehen. Wie gesagt, morgen früh bereits BIP Q2, fertige Daten. Eigentlich gibt es da keine große Überraschung mehr. Falls doch, könnte es von dem Markt durchaus dann überraschend auch aufgenommen werden. Und ansonsten der IFO-Index und Verbrauchervertrauen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, der Tagesausblick, dann gerne ein Like da lassen. Ansonsten auch sehr gerne ein Abo, dann verpasst ihr kein Video und bekommt sofort eine Benachrichtigung, wenn es online ist. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns im Trading Chat auf tradingportal.net wieder treffen würden. Dankeschön und bis morgen. Ciao.